Hallo, Audico, mein herzlich willkommen zum neuen Fortnite-Video. Und zwar starten der OG-Map noch 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Login-Vorgang läuft. Okay. Das schwarze Loch. Yes. So, Level 1 Skin, Spektra Ritterin. Okay, dann geht mal her. Foto, weil das könnten wir eigentlich gleich auch mal ausrüsten, ne? So, dann gucken wir einmal in den Battle Pass, was wir hier schönes haben. Ladebildschirm sieht schon mal gut aus. Rückenaccessoire, Kondensstreifen, Splittersturz. Hallo? Okay, Spraymotiv. Ah, Splittersturz. Jetzt haben wir ihn. Axt. Die ist auch nice. Wo kann ich das denn hier? Da. Da geht's. Den Hammer. Nächste Seite. Ladebildschirm. Musik. Okay. Die finde ich auch gut. Die Wachs ist klar. Auch süß. Okay. Und hier unseren Lil Split. Den finde ich gut. Der ist ja schon schnell freigeschaltet. Dauert ja nicht lange. So, Ladebildschirm. Dann haben wir hier wieder das Ganze in grün. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Dann geht es hier weiter mit Accessoire, Banner, Geleiter. Oh ja, der ist gut. Lackierung, neuer. Und Marodeuren Lux. Ja. Dann nächste Seite. Gleiche Gleiter, nur in einer anderen Farbe. Okay, Emote. Ja, guten Morgen. Ja, und Depp, okay. Kratzspur, Schnitzler. Da. Jetzt kommt hier die Sonne rein. Ich sehe gar nichts auf dem Bildschirm. Finstersturm, Maradeurin, Lux. Oh, die finde ich gut. Reden da nicht drüber. Weiter, Ladebildschirm, letzter Vorbote, Emote, cool, Apokalypsenschleier, neuer, Omega Rück, der hat ja mehrere Stile, kann man den hier eigentlich angucken? Nee, leider nicht, auch geil, und die letzte Seite, Axt. Ey, Sonne, unfair. Ragnar Rage, okay. Was haben wir hier? Frostbrand. Okay, ist ja ein kleiner Shop. Den finde ich ja echt mega. Dieses mit dem Blau und so und Schwarz, sieht schon geil aus. Kann ich nicht anders sagen. So, Bonusbelohnungen. Nice. Was haben wir hier? Miese Meisterkatze.
durchschlagendes Dessert. Axt. Und weiterer Stil hier mit Feuer. Auch mega. Gefällt mir. Und die zweite Seite. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Okay. Was haben wir hier noch zu bieten? Spektra-Ritterin. Okay, hier kann man also freischalten. Da gibt es dann wahrscheinlich verschiedene Aufgaben. Gucken wir uns gleich mal an. Was haben wir hier noch? Fortnite Crew ist klar. Okay, dann gucken wir mal bei den Aufträgen. Reaktivierungsrunde. Ah ja, zocke mit deinen Freunden und erhalte Belohnungen. 4 Wochen haben wir für Zeit. Und einen Tag. Müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Hier müssen wir sich wieder anmelden. Und dann erstmal Freunde zurückkriegen. Was haben wir hier? Greasy Grove. Okay. Mit einem Fahrzeug rammst. Okay. Lege Distanz, während du in einen Busch trägst. Okay. Wöchentliche entdecke benannte Orte. Da sind sie alle markiert. Sind ja einige. Loot Lake. Yes. Lege Distanz am Schritten zurück. Durchsuche Truhen. Okay. Schließe ab, genau. Meilensteine. Na, wie gehabt. Ranked, was haben wir da zu bieten? Okay. Und Überlebensmedaillen haben wir auch wieder. Das war ja nicht schlecht letztes Mal. Das hat mir Spaß gemacht. Haben wir wieder bis hinten. Also das wird wieder ähnlich. Gibt es dann das gleiche dann als Belohnung oder? Weil den Lama haben wir ja nur schon. Was ist das da? Weil den haben wir ja, habe ich schon. Was ist das da? Erhalte Medaillen. Okay. Schauen wir uns da mal an, wenn es soweit ist. So, was haben wir hier noch? Der OG. Ryok. Ja, Musik ist klar. Und dann haben wir hier noch ein Banner-Symbol bekommen. Vielen Dank, gehört jetzt dir. Okay. Merci. So, die Lobby ist natürlich... Ja, da sind wir was Besseres gewohnt oder was Interessanteres, sage ich es mal so. Ich würde sagen, was haben wir hier oben noch zu bieten? Da wird noch darüber erklärt, was da jetzt los ist mit der Reaktivierungsrunde. Ja. Fahrzeuge in Woche 1. Was steht da drunter? Macht euch auf einen fetten Stunt bereit. Oder rast mit dem Einkaufswagen und dem Allradkarren bis 9. November über die Piste. Also für, was haben wir heute, den 3. Für eine Woche. So, die gucken wir uns nochmal an. Achso, genau, Shop wollten wir uns ja angucken. Machen wir mal gleich in eins mit. Wir gehen gleich hier in den Shop rein. Wie früher, habe ich mir sagen lassen, da gab es auch nur eine Reihe. Und das ist hier der neue. Den holen wir natürlich. Den finde ich eigentlich ziemlich süß. Rückenaccessoire dazu. Und die Hände... Gegenstände kaufen. Rüste ich den gleich aus? Oder spiele ich mit dem anderen? Ich rüste den hier aus. Eigentlich wollte ich ja mit Victoria spielen, aber ja, die rote Ritterin, die war ja auch schon ab und zu im Shop. Ich weiß gar nicht, wann die das letzte Mal da war, aber ist jetzt nichts. Ist halt alte Map. Ich gucke jetzt einfach mal spaßeshalber nach, ob ich sehen kann, wann das letzte Mal da war. Ich hoffe, das dauert nicht so lange. Dum, 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 die dumm. Ne, dauert nicht so lange. Die Rote Ritterin ist nach 78 Tagen zurück. Hier das Rückenaccessoire zu. Dann haben wir natürlich Prisma. Ist nach 54 Tagen zurück. Der Gleiter. Soll ich auch noch 400 für bezahlen? Na gut. Der Farbenbomber. Und die Pömpelhacke. Hören wir uns einmal gerade an. Die Pömpelhacke, wann ist sie lange wie zurück? Wahrscheinlich auch genauso lange. Ja. Was haben wir dann zu bieten? Bugger OG. Nach 53 Tagen. Aber hier ist Skin. Mit 2 Stilen. Sag ich mal her, hier, das dauert mir zu lange. Dann haben wir das Rückenaccessoire dazu. Die beschlagene Hacke.
Okay, hier kriege ich dann Skin und Rückenaccessoire für 500. Hört sich schon etwas attraktiver an. Dann haben wir noch den Petunie-Gleiter. Wie gesagt, das nach 53 Tagen zurück. Dann haben wir die rote Verteidigerin nach 20 Tagen wieder da. Mit einem weiteren Stil. Happy Holiday. Dann haben wir Spähveteranin. 33 Tage her. So, was haben wir noch? Ach, hier unten. Cloaked Shadow. 137 Tage her. Der war eine Zeit lang immer öfters im Shop. Jetzt ist er doch ein paar Tage länger nicht da gewesen. Ja. So viel dann zum Shop und zum Battle Pass. Ich würde sagen, wir starten gleich die erste Runde. Mal sehen, wer Lust hat mitzuspielen. Wir sehen uns auf jeden Fall heute Nacht wieder beim Shop. Mahalo, bis heute Nacht. Eure Sam.